Ja, ich denke mal, es wird mal wieder Zeit für eine Pascal-News. Ja, willkommen zu einer neuen Ausgabe der Pascal-News. Falls euch diese Pascal-News gefällt, bitte ich euch gerne ein Like da lassen. Fehler bei der Datenübertragung. Ja, dafür ein Like und ein Abo gerne. Würde mich freuen. War ja klar, dass das passiert. Beste Pascal-News beginnen. Definitiv. Ja, also beginnen wir schon mal. Schau beim Warten zu. Ja, passt ja. Beginnen wir mal. Abonnenten habe ich aktuell 180. Hatte letzte Woche auch noch 181. Habe also ein Abo weniger gemacht. Jo. Dann Videos, die in 2 Wochen kam. Ja, 2 Wochen ist es sehr seit der letzten Pascal News. Einmal ein Part von Uncharted 4, A Thief's End. Dann. Und zwar ist das da das Let's Play gestartet. Dann ein Politikvideo. Und zwar den Polit-Navi. Ja. Dann einmal zwei Parts von Uncharted 4, A Thief's End. Dann wieder ein Politikvideo, und zwar politischer 8-Werte-Test. Dann nochmal zwei Parts von Uncharted 4, A Thief's End. Dann nochmal ein Politikvideo, und zwar Test der politischen Koordinaten. Dann drei Parts von Uncharted 4, A Thief's End. Dann wieder ein Politikvideo, und zwar die politische Landkarte Teil 1. Dann zwei Parts von Uncharted 4, A Thief's End. Dann wieder ein Politikvideo, und zwar politische Landkarte Teil 2. Das war ja dieser Test, der ja 100 Fragen ja lang war. Und den habe ich aufgesplittet wie in 2 Teile, weil es sonst einfach zu viel wäre. Das eine Video ist ja über 1 Stunde lang. Ich glaube, so lange war noch nie ein Video von mir, was über 1 Stunde war. Na, egal. Oh, die Runde ist schon vorbei. Gut. Dann wieder zwei Parts von Uncharted 4, A Thief's End. Die Kirschlunge nehme ich. Ja. Dann wieder ein Politikvideo, und zwar das Wahlprogramm der LKR, also der Liberal-Konservativen Reformer. Eine Kleinpartei, gegründet von Bernd Lucke. Ja. Dann wieder zwei Parts von Uncharted 4, A Thief's End. Dann wieder ein Politikvideo. Und zwar Laschet lacht beim Hochwasser vom Hoch und zwar vom Hochwasser 2021, wo der Bundespräsident ja seine Rede hatte, hat ja Lasch eine Rede gehalten hat ja Laschet im Hintergrund gelacht, zusammen mit anderen Leuten. Ja, dann ein Video, wo ich eine Ente gefilmt habe auf dem Tretboot. Und das war eine Premiere, eine 5-sekündige Premiere oder 6-sekündige Premiere sogar. Nur zur Info, ich steuere das Kart gerade mit der Wii-Fernbedienung, denn das Wii U Gamepad muss aufladen.
dann noch zwei Parts, die kamen heute von Uncharted 4, A Thief's End. Jo, soweit YouTube technisch. Ja, schauen wir mal, was so privat und auf Arbeit so in den letzten zwei Wochen so abging. Ja, und zwar die Woche vom 19.07. bis zum 25.07.2021. Das war meine letzte Arbeitswoche. Ja. Montag war wie immer Labor und Labor. Ja. Montag dann nach Arbeit hatte ich Online-Theorie-Unterricht, Führerschein, Fahrschule also. Dienstag war ich dann auf der Arbeit, bei der Arbeit im Sondermülllager. Ich bin letzter, lol. Ja, nach der Arbeit wollte ich dann am Dienstag, den 20. Juli, geimpft, habe meine Corona-Impfung bekommen und zwar mit BioNTech. Ja. Ja, wie gesagt, ich habe meine Corona-Impfung bekommen mit BioNTech. Tat auch nicht weh. Na gut, den Tag danach bisschen der linke Arm tat weh. Also die Einstichstelle. Das war völlig normal. War schön kühl. Der BioNTech-Impfstoff muss ja kühl gelagert werden. Ich glaube, alle Corona-Impfstoffe müssen ja kühl gelagert werden. Aber der BioNTech-Impfstoff ja besonders. Ja, da musste ich halt ungefähr dann noch 15 Minuten warten. Ja, die nächste Impfung habe ich dann Ende August, Anfang September zum den Dreh. Mal schauen, wie die wird. Die soll ja bei BioNTech am heftigsten sein. Die zweite Impfung. Ja, mal schauen, wie es wird. Ja, Mittwoch dann auf der Arbeit habe ich mit einem Arbeitskollegen die Gosse sauber gemacht. Und dann hatte ich wieder Online-Theorie-Unterricht für den Führerschein. Und zwar die Voraussetzungen, wer überhaupt fahren darf, was für Voraussetzungen man haben darf, um halt am Verkehr teilzunehmen. Ja, Donnerstag war wieder Labortag bei uns auf der Arbeit. Jo. Am Freitag habe ich mit einem Arbeitskollegen Komposterde halt geliefert, also
ja, geliefert. Und bei der Kläranlage die Stammentwässerung ein- und ausgeschaltet. Ja. Am Freitag, also am 23. Juli, hatte mein Vater Geburtstag. Er wurde 50 Jahre alt. Haben halt Essen zu uns liefern lassen. Ein paar Verwandte waren da. Ja, es gab so Rahmgemüse, Kartoffeln, Kroketten und einmal scharfer Schnitzel und halt Meterschnitzel und so eine Pilzsoße. Eine Suppe gab es auch noch, und zwar Hochzeitssuppe. Ja, das war's. Samstag dann haben wir den Geburtstag von meinem Vater nachgefeiert. Da kamen auch noch ein paar Verwandte und Freunde von meinem Vater. Ja, haben da gegrillt und Kuchen gegessen. Die Gäste da blieben bis ungefähr 23 Uhr, also sehr lange. Waren auch gut angetrunken. Aber sind trotzdem noch mit dem Auto gefahren. Ja. Und dann an dem Sonntag habe ich dann eine Fahrradtour mit ein paar Freunden gemacht. Ja. Dann die Woche, dann. Ja. Letzte Woche war meine erste Urlaubswoche. Haben wir ja nämlich 3 Wochen Urlaub genommen. Ja. Montag war wieder Online-Theorieunterricht vom Führerschein her. Dann Dienstag sind meine Eltern nach Berlin gefahren. Das ist so gesehen das Geburtstagsgeschenk von meiner Mutter für meinen Vater. Eine Berlin-Tour. Berlin dauert knapp 3 Tage. Also einen Tag hinfahren, einen Tag da bleiben, einen Tag wieder zurückfahren. Ja. Dann habe ich da am Dienstag noch die Blumen gegossen. Und da landete bei uns auf einmal eine Brieftaube. Und die blieb bis Mittwoch. Hat sich irgendwie verflogen. Musste zu Kräften kommen bei uns. Ja, Mittwoch wieder Online-Theorieunterricht vom Führerschein her. Da haben wir uns über Verkehrsschilder unterhalten. Und über, ja, was für Versicherungen man haben sollte. Unter anderem wäre es gut, wenn man eine Vollkasko- und Teilkasko-Versicherung hätte. Eigentlich wollte ich am Mittwoch dann letzte Woche Mittwoch eine Hausparty machen mit ein paar Freunden, aber die konnten alle nicht. Ja. Donnerstag kamen dann auch schon meine Eltern wieder von Berlin. So gegen 13 Uhr. Ja, und Sonntag, also gestern, war ich mit meiner Mutter Eis und, ja, Döner essen. Meine Mutter hat sich einen Döner gekauft und ich eine Pizza. Genau gesagt, Pizzabrot mit Käse überbacken. Und dann Eis gegessen. 3 Kugeln habe ich im Becher genommen. Einmal Melone, dann einmal Stracciatella und einmal Schoko.
Meine Mutter hat Straßenteller und Eierpunsch genommen. Und dann habe ich, dann bin ich noch mit meiner Mutter Tretboot gefahren, eine halbe Stunde. Aber eigentlich wollte ich eine Stunde fahren. Aber wegen der Zeit her, jo, nur eine halbe Stunde. Ja, dann komme ich nun zum Ausblick auf diese Woche. Was steht diese Woche so an? Erstmal erzählen, was heute noch passiert ist. Ja, heute kam kurz meine Oma zu Besuch. Wegen Zaun. Sie möchte dafür nicht meinem Vater 1000 Euro geben für den Zaun. Denn der Zaun war nämlich sehr teuer. Heute habe ich dann noch Online-Theorie-Unterricht für den Führerschein. Ja. Mittwoch auch halt nochmal Online-Theorie-Unterricht für den Führerschein. Und dann kommt auch schon meine Tante, denn am Donnerstag fahre ich mit meiner Tante an die Nordsee, genauer gesagt nach Ostfriesland, Lea. Ja. Am Mittwochmorgen gehen ich und meine Mutter noch frühstücken. Donnerstagmorgen mache ich dann noch einen Corona-Test. Ich bin ja erst nur einmal geimpft. Deswegen brauche ich halt noch einen Corona-Test. Ja. Und dann fahre ich auch schon mit meiner Tante nach Leer. Ja, Freitag bin ich dann halt in Leer mit meiner Tante und Samstag auch. Dann will ich da was mit meiner Tante halt unternehmen. Ja. Sonntag oder Montag erst fahre ich nach. Also steht dann die Heimfahrt an. Warum erst Sonntag oder Montag? Ja, Sonntag fährt meine Tante vielleicht noch nach Stade mit mir. Weil dort eine Freundin von ihr wohnt. Deswegen entweder Sonntag erst oder Montag. Nächste Woche. Ja, das ist ja das hier noch. Ist jetzt. Diese Woche ist meine zweite Urlaubswoche und nächste Woche ist auch schon meine letzte Urlaubswoche. Ja, so schnell gehen 3 Wochen vorbei. Ja, also so Videos werden in den 4-5 Tagen, glaube ich, höchstwahrscheinlich keine kommen. Mal schauen. Vielleicht Vlogs, aber so Let's Play Videos oder Politik Videos werden definitiv nicht kommen. Nur damit ihr Bescheid wisst. Vlogs vielleicht, falls Internet da ist. Wenn kein Internet da ist, dann halt nicht. Mal schauen. Aber nur damit ihr Bescheid wisst, damit ihr euch keine Sorgen macht, falls dann halt 4 Tage halt keine Videos kommen. Damit ihr Bescheid wisst, was los ist. Ich bin im Urlaub. Für 4 Tage. Aber Videos werde ich machen, definitiv von Lea. Keine Frage. Und dann werde ich auch dann wieder so ein Video machen, wie so mein Urlaub war.
wie ich es eigentlich fast jedes Jahr mache, welchem Urlaub war. Ja. Das war's soweit. Eigentlich ist das der Grund, warum ich überhaupt eine Pascal-News mache. Naja, hab ja gesagt, es kommen halt nur noch dann Pascal-News, wenn es auch etwas zu berichten gibt. Und es gab was zu berichten. Ob ich auf Kommentare eingehen kann, weiß ich nicht. Kommt drauf an, ob Internet. Ja. Okay, falls es euch gefallen hat, diese Pascal-News, gerne Like da lassen, Abo nicht vergessen. Und bis zur nächsten Ausgabe der Pascal-News. Ciao.